Jetzt sind Sie bei der Premiere eines völlig neuen Segments dabei. Der Audi Nanook Quattro. Und wir gehen weiter in diese Offensive. Ich darf Sie sehr herzlich hier am Audi-Stand willkommen heißen. Je viens de Belgique juste pour voir le salon ici. J'adore Audi, c'est la meilleure marque allemande, je trouve. Audi hat eine eigene Welt aufgebaut. Es sind Emotionen, die auf mich zukommen. Es ist Wahnsinn, es ist einfach geil. Sehr innovativ. Es war einer der Pavillons, wo man reingekommen ist und dachte, hier ist mal was anderes los. Geile Macht. Als ich eben reinkam, war der erste Eindruck schon bombastisch. Ich bin begeistert von der Größe, die entsteht dadurch, dass alles so verspiegelt ist. Und der Effekt war, dass die Halle, die ja eine temporäre Halle ist, unendlich groß erscheint. Die ganze Stadt auf dem Kopf. Sehr beeindruckend, diese zwei Welten von oben und von unten zu erleben. Vom Design her echt ein Highlight hier. Ich stehe Kopf, was soll ich sagen? Ich glaube, so ein bisschen die Sichtweise ändern könnte dahinter stecken. Besonders gut gefallen mir diese verschiedenen Lebensbereiche, die hier dargestellt wurden. Faszinierend, mit welcher Kreativität die einen völlig ungewöhnlichen Messestand gezaubert haben. Obwohl sehr skulptural von der Decke her, haben sie es trotzdem geschafft, einen Gesamtüberblick zu behalten. Ich finde die Idee grandios. Finde ich cool, ich habe direkt angefasst, ob es wirklich Eis ist, ist tatsächlich Eis. Ist schon ziemlich cool, wenn das Auto selber lenkt. Ich brauche im Stau gar nichts mehr machen. Ist schon toll und faszinierend, sowas zu sehen. City und Connectivity. Wir bewegen uns nun mal hauptsächlich in unseren Autos und wollen verbunden sein mit unseren sozialen Netzwerken. Der grüne Bereich hier war sehr schön. Vor allen Dingen durch die Neuvorstellung des G-Tron mit der Gesamtdarstellung des Energieverbrauchs. Ich denke, das ist gut gelöst. Das ist schon toll, diese Ideenvielfalt. Fällt mir klasse, auch mit den Rückspiegeln über die Kameras gemacht, das ist super. Das Sport Quattro Konzept in Gelb ist auf jeden Fall heiß. Die Hoffnung wäre, dass so ein Fahrzeug auch nochmal kommt, nicht nur eine Studie bleibt. Highlight hier ist das Audi A3 Cabrio. Ich finde, die haben die geilsten Sitze, also ich könnte losfahren damit. Ich denke, es ist Audi mit zu den Highlights der Messe hier gehört. Audi hebt sich auf jeden Fall ab von den anderen. Ich liebe Audi. Audi hat schon seit Jahren etwas ganz Besonderes. Das macht auch eine gewisse Qualität des Herstellers aus. Also Kompliment an das Audi-Team.